Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, den Sachsen-Let's-Player. Ja, ich habe mich nochmal umüberlegt und habe gedacht, als tausendes Video, da machen wir lieber was Sinnvolles und widmen uns nicht irgendwelchen Kinderkrankheiten. Und deswegen gucken wir uns jetzt den Kühn GA 8121 oder 8121 V2 bei SFM Modding an. Page www.sfm-modding.de, Forum das gleiche in Grün, Mods bei lsnetwork.de, Edit V2 ist der Mad Max und Face. Für einmalige 19.950 Euro. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Es handelt sich hierbei um einen Schwader der Marke Kühn. Hier steht es unter Matra GA 8121. Und da würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Modell und der Textur an. Wir klappen das Ganze da mal auf, das kommt soweit besser. Die Animationen sehen schon mal soweit in Ordnung aus, gibt es nichts zu meckern. Mal kurz das Ganze herunterlassen und ausmachen. Danke. Ja, Modell und Textur. Modell geht soweit in Ordnung. Nicht zu lang, nicht zu breit, das passt soweit. Textur geht soweit auch klar. Wir haben zwar hier wieder ein bisschen was Verwaschenes drin, aber das ist an sich eigentlich akzeptabel, gerade. Ja, ne, gut, die Warnschilder. Je nachdem. Das größte Manko am Mod leider nur ist die Zapfwelle, denn die hängt nicht richtig. Die kann man leider auch nicht manuell befestigen, wie es bei manchen anderen Mods ja so ist, sondern die ist einfach so, wie sie da ist. Sie hat also keine Verbindung und das fällt leider dann beim Fahren bzw. beim Schwaden dementsprechend auch auf. Das ist leider nicht so schön. Ansonsten gibt es da nichts zu meckern. Farbe geht, wie gesagt, soweit in Ordnung. Und hinten zwei Warnbleche dran, Kennzeichen ebenfalls dran. Ist halt alles so ein bisschen verschwommen, aber ansonsten geht das in Ordnung. Aber die Zapfwelle, das ist das größte Manko. An sich alles ein bisschen abgezogen, wie immer, gibt es immerhin noch 3,5 Sterne von 5 für Textur. Kommen wir mal zu den Funktionen. Ihr habt ja schon gesehen, über X können wir das Ganze aufklappen bzw. wieder zuklappen. So, die Animationen sind soweit in Ordnung, da glitscht nichts durch bzw. klemmt sich irgendwo dazwischen. Das ist soweit gut, selbst die Bügel hier haut soweit alles hin. Dann können wir standardgemäß über V den Schwader senken bzw. anheben. Hier ist es in dem Fall die Kreisel. Wir können aber auch, wie gesagt, über die Taste J und die Taste K die Kreisel einzeln hoch und runter bewegen. Ja, ansonsten war es das an sich mit den Funktionen, die für den Einsatz gebraucht werden. Wir haben ein Lichtskript verbaut, Numpad 2, Numpad 1, Numpad 3. Der ganze Mod ist waschbar. Und ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das Ganze mal im Einsatz an. Es ist im Endeffekt nur was Ungeskinntes zum Original. Das soll uns jetzt aber nicht aufhalten. Ihr seht hier, wenn ich das starte, das fängt langsam an, kommt also langsam in Bewegung. Und sobald ich das ausschalte, ja, schwankt sich das Ganze auch wieder aus. Also auf jeden Fall schöne Sache. Senken wir das Ganze mal, geben mal über die Steuerungstaste 2 Gas und schauen uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall wird die komplette Arbeitsfläche mit belegt. Arbeitsfläche ist mir jetzt, also Arbeitsbreite ist mir jetzt gerade mal nicht so bekannt, aber ihr seht auf jeden Fall, es klappt hier ohne Probleme. Gibt es an sich nichts zu meckern. Wie gesagt, Fehler sind mir im Testdurchlauf jetzt auch nicht aufgefallen. Ja, deswegen bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, außer zu sagen, es erfüllt seine Funktionen. Deswegen für Funktionen 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zum Log. Dieser ist, tadam, fehlerfrei. Jawohl, schönes Ding, 5 von 5 Sternen für Logfehlerfreiheit. Meine persönliche Meinung. Ja, es ist im Endeffekt in Anführungsstrichen ja nur ungeskinnt. Aber für Leute, die halt mit den Standard-Schwadern nichts anfangen können, beziehungsweise halt kein Fan von der jeweiligen Marke sind, werden sie sich hier mit den Kühen dementsprechend doch schon ganz schön wohlfühlen. Deswegen wusste ich jetzt auch nicht, an was es sich hier auszusetzen gäbe. Schöner Mod, schönes Ding. Deswegen auch persönliche Meinung: 5 von 5 Sternen. Somit kommen wir auf eine Gesamtbewertung von 18,5. Das Ganze durch 4 ist 6, ach Gottes Willen. Aber ich hab's, ne, 4,625, also 4,63, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne, wollt ihr euch den Mod downloaden? Link in der Videobeschreibung. Beim Modder bedanken bzw. ihn Verbesserungsvorschläge dalassen, falls das ihr no tut. Und ja, in dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.